Spitzenkandidat Udo Pasteurs tritt beim Straßenwahlkampf selbstbewusst auf, geht auf die Leute zu, spricht auch mit den politischen Gegnern, die ein NPD-Verbot fordern. Für uns ist die NPD, die verboten werden muss, weil ihre Gesinnung keine Meinung ist, sondern ein Verbrechen ist. Und dann wollen Sie diktatorisch vorgehen. Diktatur. Die NPD fühlt sich als einzig wahre Opposition. Und das brüllt Pasteurs den wenigen Zuschauern an diesem Vormittag in der Schweriner Innenstadt auch über den Lautsprecher zu. Wir reihen uns eben nicht ein in die etablierten Parteibonzen, die sich die Diäten in der ersten Legislatur erhöhen und sich dann 5 Jahren nicht mehr auf der Straße blicken lassen. Im direkten Gespräch mit den potenziellen Wählern wirkt der 59-Jährige entspannter und wird auch deutlicher. Und der Rentner hat zwischen 2 und 10 Euro. Deswegen wähle ich sie auch. Und die Abgeordneten knallen sich da 800 Euro und das kann nicht sein. Darf ich mal deutlich werden? Das ist schäbig. Das ist ein Politpack. Das ist Demokratie. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Art von Faschismus. BAD-Faschismus nenne ich das. Und die fühlen sich alle stolz und als Freiheitskämpfer, wenn sie da mitmachen. Auch die Journalie macht mit. Bitteschön, Feuerzeug, gehen Sie zur Wahl. Feuerzeug für den Raucher, Bonbons für die Kinder, Kugelschreiber und Infomaterial. Udo Pasteurs, unterstützt von zahlreichen Freunden, auch seine Frau Marianne ist aktiv dabei, sucht den Kontakt zu den Vorbeilaufenden. Der Großteil ignoriert den NPD-Auftritt. Einige äußern laut ihren Unmut über die Rechtsextremisten. Nicht wenige suchen jedoch das Gespräch mit den NPD-Funktionären, während Gegendemonstranten mit Trillerpfeifen den Auftritt stören. Per Lautsprecher brüllt Udo Pasteurs, der 5 Jahre lang die NPD-Fraktion im Schweriner Landtag führte, seine politischen Losungen über den Platz. Im Interview ist er ruhiger, kann sich aber auch schnell in Rage reden, beispielsweise bei seinen Ansichten zu Frauen, Familie und Homosexuellen. Ich will nicht die Homo-Ehe und dass dann die Homos auch noch Kinder adoptieren können. Ich möchte in den Mittelpunkt rücken, die klassische Familie und nicht irgendwelche schwulen Bovereits oder wie sie heißen, die sich dann 4- oder 5-jährige Knaben adoptieren können. Unsere Grundhaltung ist eine zutiefst korrekte. Und wenn die dann nicht übereinstimmt mit irgendwelchen Fieberfantasien von irgendwelchen durchgeknallten Emanzen oder Lesben oder Schwule, ja, dann ist das das Problem der Schwulen und der Lesben und nicht das Problem der NPD oder Udo Pasteurs. In 5 Jahren Landtagsarbeit sind die Männer von der NPD, Frauen spielen in politischen Ämtern keine Rolle, bekannter geworden. Auch durch ihre Provokationen im Parlament, auch durch strafrechtliche Verfehlungen. Ebenso treten die politischen Gegner offensiver mit Plakaten und wie hier in Schwerin mit Trillerpfeifen den Parolen der Rechtsextremisten entgegen. Spitzenkandidat Udo Pasteurs strebt am Wahltag 8% an. 6,5, sagt er, seien ein sehr gutes Ergebnis.